Salve a tutti. Hallo zusammen. Wir haben Donnerstagabend, es ist 17.40 Uhr, wenn ich den Film anfange, und wir haben den 14. April. Vor uns liegen ein paar freie Tage. Wir handeln ja nicht am Montag, die Amis handeln aber am Montag, das nochmal zu sagen. Und es ist also ein langes Wochenende. Ich gehe hier, was den DAX angeht, völlig glatt raus, weil es ist mir doch ein zu langes Wochenende. Ich habe aber gestern in dem Webinar versprochen, dass ich über das Wochenende, ich meine, es ist ja Hasenjagd, aber zwischenzeitlich habe ich bestimmt mal Zeit, so Sammelfilme mache, wahrscheinlich insgesamt 4 Stück über diese ganzen Werte hier. Das ist alles Mögliche dabei. Und so wie ich gestern die Analyse da gemacht habe für Active Trades, so werde ich dann diese Werte durchgehen, allerdings dann ohne K.O.-Scheine. Irgendwann zwischen der Hasenjagd, zwischen den Pausen, werde ich das irgendwie reinkriegen, zumindest bis Sonntagabend. Dann müsst ihr euch da irgendwie mal reinschauen oder ich glaube, man wird angebimmelt, wenn man, oder bekommt ein Mail oder so, wenn man das abonniert hat. Ich bin auch die ganze nächste Woche nicht da, bin ab Dienstagmorgen dann weg und mindestens bis Sonntagabend. Und dann muss ich mal schauen, vielleicht wird es sogar länger werden, ich hoffe nicht, aber wir müssen es gucken. So, jetzt haben wir den DAX vor uns. Heute war er relativ ruhig. 160 Punkte Spanne entspricht einer Volatilität von 16 implizit. Also es wird ruhiger. Ihr seht auch, dass die Bänder, die haben sich gar nicht viel verändert. Ja, die sind noch relativ eng, ist nichts passiert. Das untere hat gehalten. Hier waren wir mal raus. Wann war denn das? Das war dann am Montag. Ne, warte mal, Donnerstag, Mittwoch, am Dienstag war das raus und wieder rein, dann wieder in den Kasten hier. Aber dieser Kasten, der verliert jetzt bei mir ein bisschen an Bedeutung, weil dieser Punkt hier unten, das war das Schließen des Gaps. Und das war diese Fibonacci-Zahl. Das ist für mich wichtiger. Also das ist jetzt eine äußere Make-or-Break-Line, 13.900. Und das hier ist die obere, 14.815. Die kommt noch von hier hinten, das war diese Abrisskante, die wir dann hier genommen hatten. Das sind die äußeren Punkte. Die inneren sind es bei mir tatsächlich hier das Band, das untere, 14.975. Und dann dieser Punkt hier, da sind wir bei 14.598. Ich finde grundsätzlich, der DAX hat sich heute wirklich, oder auch in den letzten 2 Tagen, ganz gut gemacht, ganz gut gehalten. Auch vor dem Hintergrund, dass die Amis deutlich herunter sind, also insbesondere der Nasdaq. Wir gucken ja da immer mit einem Auge drauf. Wir hatten ein paar Sondersituationen, wie zum Beispiel den Verkauf von Deutsche Bank oder Commerzbank Aktien. Ich finde, die haben nicht viel nachgegeben, muss ich ehrlich sagen, fällt mir ganz gut. Es gibt während des Tages immer wieder schöne Stories. Heute war es Auto 1 oder es war Accor Hotel, da gucke ich ja immer drauf. Eine Six oder eine Fraport. Ich habe heute, glaube ich, keinen einzigen. Habe ich heute einen Deal gemacht im DAX? Nö, habe ich nicht. Nö, ist nicht. Grundsätzlich, wenn ich das jetzt hier mal so ein bisschen mehr Kurse reinhole, haben wir hier eine leichte Stabilisierung über das MACD. Wir sind positiver über den Oszillator. Also im Moment, solange diese 13.900 hält, und das ist jetzt wirklich eine wichtige Marke, sollte der innerhalb der Bänder bleiben. Ich sehe jetzt keinen großen Grund, warum wir nach oben ausbrechen sollen. Und ich möchte noch eins sagen, das habe ich gestern beim Webinar auch gesagt. Unterschätzt die Wahl in Frankreich nicht nächste Woche Sonntag. Ich habe 5 Jahre in Frankreich gelebt. Ich kenne da eine ganze Reihe von Leuten. Wenn da schönes Wetter ist, dann sind die so geblendet von der Sonne, die finden den Gang zur Wahlurne gar nicht. Und das ist das ganz große Problem, was Macron hat. Diese 28-24, was jetzt da eben rauskam, das heißt gar nichts. Wenn die Marie Le Pen ihre Anhänger aufruft und sagt, Leute, passt mal auf, wir haben jetzt die Chance, das Ding hier zu biegen, die gehen zur Urne. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Rest von Frankreich, die sind so politikverdrossen, genauso wie hier in Deutschland, und die größte Partei ist wahrscheinlich die der Nichtwähler. Und auch wenn das jetzt momentan noch ganz gut aussieht, der Macron muss sich zusehen, dass er die Leute an die Urne kriegt. Sonst geht das ganz, ganz böse auf. Und wenn wir eine Marie Le Pen in Frankreich als Regierungschefin haben, das wird nicht lustig. Also das wird weder für Frankreich lustig, noch für Deutschland, noch für Europa. Das ist keine schöne Geschichte. Also ich würde sie nicht wählen, das gebe ich ganz offen zu. Aber dann haben wir so eine Art weiblichen Donald Trump hier, nur ein bisschen schlauer. Aber das ist eine Frau, die ist, also ich glaube nicht, dass die gut ist für Frankreich, sage ich ganz offen. Ich mag mich täuschen, aber ich glaube es nicht. Und der Macron muss zusehen, dass er die Leute an die Urne holt, sonst wird er aufgrund des Wahlversagens seiner Anhänger nicht gewählt. Also unterschätzt bloß nicht diese Wahl. So, was haben wir denn hier sonst noch?
Also wie gesagt, die Bänder sind eng. Er hält sich ganz gut. Er hat hier unten das Gap geschlossen. Ich finde, er hat durchaus eine Berechtigung, sich weiter hier innerhalb dieser Bänder zu bewegen. Immer leicht positiv, ein Schritt zurück, zwei Schritt vor. Nach dem Motto, ich habe hier im Moment nichts Negatives. Wir wissen alle nicht, was da aus der Ukraine kommt am Wochenende. Ich hoffe nicht, dass da an Ostern auch noch da schlimme Sachen passieren. Aber es ist für mich nach wie vor so, ich habe keine Position im Index. In einigen Aktien habe ich welche. Und da fühle ich mich auch ganz wohl mit. Das hier sind die Scheine, die ich euch mitgebracht habe. Das hier ist ein 13.702er. Den kann man auch durchaus jetzt nehmen, weil ich denke ja, also nicht jetzt in die Uhrzeit, aber am Dienstagmorgen, weil ich denke ja, dass wir eher noch Potenzial nach oben haben. Der hat einen 28er Hebel, der muss aber sofort raus, wenn wir unter der 13.900 sind, sagen wir mal bei 13.850, da ist der Stopp. Da muss das Ding sofort raus, das ist die GK25AL. Den Put habe ich hier oben hingelegt, 14.950, in die Nähe von diesem kleinen Hoch hier. Ist momentan relativ weit weg, hat nur einen Hebel von 18. Das ist die GK0X Paula Bertha. GK0XPB. Da möchte ich aber auch, ich nehme nichts davon jetzt übers Wochenende mit. Wie gesagt, ich möchte gerne auch am Wochenende Ruhe haben, außer dass ich Stresspusteln kriege, wenn ich die Filme mache. Weil das wird sicher ein paar Stunden gehen. Da müssen wir mal schauen. Liebe Leute, ich wünsche euch ganz tolle Eiertage. Alles Gute, Baba.